das Ende des okkulten Zeitalters war 1987. Jetzt sind wir in so einer, manche reden von einer 52-jährigen Übergangsphase, die ihren Mittelpunkt 2012 hatte. Und dann musst du ja nochmal da 25 Jahre zuzählen, sind wir bei 2037, also 5 Jahrzehnte. Das ist sozusagen diese Übergangsphase in dieses neue Zeitalter. So, und da sind wir ja voll drin. Ich könnte auch sagen, Satanismus ist nichts anderes als extremer Egoismus bestimmter Individuen, die glauben, sie können sich alles erlauben und alles machen und ohne Konsequenzen davon zu tragen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann sich gegen diesen Plan stemmen und sagen, ich halte an dem fest, dann wird es sehr ruppig und schmerzvoll. Oder ich gehe in dieses höhere Vertrauen und sage, okay, es wird etwas passieren, was ich jetzt zwar noch nicht überblicken kann, was aber sehr wohl vielleicht auf einer höheren Ebene dann sehr viel Sinn macht. Hallo, herzlich willkommen bei Van Frieden. Mein Name ist Felix Van Frieden. Mein Gast heute, Raik Garve, Gesundheitslehrer und Privatforscher. Ja, die meisten von euch kennen ihn. Er ist stetig präsent und redet über diese spannenden Themen, die uns gerade alle ja, beschäftigen. Und heute gehen wir auf ein ganz besonderes Thema ein, und zwar die verborgene Weltgeschichte. Und das ist, wie Raik Garve sagt, das wichtigste Werkzeug im Befreiungsprozess der Menschheit von der satanischen Knechtschaft. Wir gehen heute auf ein paar Punkte ein. Es ist ein sehr, sehr großes Thema. Raik hat sehr viel recherchiert. Es ist unglaublich. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, kann ich dir schon mal den Hinweis geben. Es gibt ein kostenloses Online-Seminar von Raik. Den Link findest du hier unten in der Beschreibung. Aber mal schauen, vielleicht ist es was für dich. Jetzt erstmal viel Freude. Herzlich willkommen, Raik. Vielen Dank für die Einladung, lieber Felix. Ja, schön, dass du da bist. Du bist Privatforscher. Die erste Frage erstmal, wie kam es, dass du dich so intensiv mit der Geschichte beschäftigt hast und das dann auch am Ende so schön strukturiert einmal rausgebracht hast, dass du das für uns alle noch mitgemacht hast? Also wo kommt die Motivation her? Also die Motivation kommt daher, ich habe ja mal irgendwann Medizin studiert vor vielen Jahren und ich habe am Ende des Medizinstudiums die Möglichkeit gehabt, an einem Buchprojekt mitzuwirken. Und der Autor von diesem Buchprojekt, der war zwar schon verstorben, aber die Familie hatte noch das Rohmanuskript und wollte das dann rausbringen. Es war aber mehr so ein medizinisches Thema. Allerdings war der Autor jemand, also ich kann den Namen sagen, der hieß Lothar Göring, war jemand, der in den 1960er Jahren Zugang hatte zur sogenannten ja, Templervermächtnis oder Atlantischen Bundeslade, also schriftlich überlieferte Aufzeichnungen vom alten Templerorden. Und da ging es natürlich um Themen wie Atlantis, ja, die Seele des Menschen. Es ging, also im Grunde war das eigentlich damals Geheimwissen. Und er hatte die Aufgabe gehabt, dieses Wissen zu überprüfen mit anderen Eingeweihten und es dann zu gegebener Zeit wieder zu veröffentlichen, also quasi wieder in das kollektive Bewusstsein der Menschheit zu bringen. Das war Ende der 80er Jahre. Das hat er dann in Form verschiedener Buchprojekte, Vorträge, Patente, auch gemacht, ist dann, wie gesagt, aber dann 1998 verstorben und dann lagen halt noch Rohmanuskripte von seinen Werken bei der Familie. Und über diese Werke bin ich sozusagen überhaupt in dieses Thema eingetaucht, weil das hat mich damals magisch angezogen, gerade das Thema Atlantis. Und ich habe mich sehr viel mit Atlantis beschäftigt und generell für mich war immer das Entscheidende der Mensch, also sozusagen der Mensch im Mittelpunkt. Und wenn du da anfängst, dich mit zu beschäftigen, ich habe damals Medizin studiert, um einfach den Menschen besser zu verstehen. Ich wollte wissen, wie man lange gesund leben kann, ja, wie man also wirklich, worauf es ankommt. Und ich habe zwar nur eine Menge gelernt, allerdings hauptsächlich über Krankheiten und weniger über Gesundheit und so weiter. Und wenn du dann aber anfängst, über den Tellerrand hinauszuschauen, und ich sage immer, ich habe zweimal Medizin studiert, einmal den klassischen Weg und danach habe ich dann nochmal Medizin studiert, aber dann nicht mehr an der Universität, sondern dann bin ich den Fragen nachgegangen, die ich halt hatte. Und dann kommst du halt automatisch, wenn du dranbleibst, wohlgemerkt, kommst du zu ganz anderen Erkenntnissen und Antworten, vor allen Dingen, die weit über den Tellerrand der klassischen Betrachtung des Menschen hinausgehen. Und so kommst du automatisch auch irgendwann zu dem Thema Geschichte. Und dann fragst du dich irgendwann, ja, wo leben wir hier eigentlich? Ja, und ich hatte da auch interessante Begegnungen. Also eine Begegnung, die für mich sehr nachhaltig war, war auch im Krankenhaus noch, als ich da gearbeitet habe mit einem ehemaligen Geschichtsprofessor. Und der hatte, ich sage mal, wirklich einen tiefen Einblick auch in die Geschichte, die uns offiziell nicht erzählt wird. Und das war sehr spannend, die Gespräche, die ich mit ihm hatte.
Und das hat mich eigentlich nur bestärkt, dass es viel, viel mehr gibt, was uns eigentlich bis jetzt in den Schulen nicht erzählt wird. Und dann habe ich einfach mich systematisch, weil ich dadurch noch mehr Einblick bekommen habe, angefangen, systematisch mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das habe ich dann viele Jahre gemacht und bin dann so nach und nach auch mit diesen Dingen im Rahmen der Erwachsenenbildung an die Öffentlichkeit gegangen, in Form von Vorträgen, Seminaren, und habe das dann auch nach und nach digitalisiert. Ja, also das heißt in Form von Videos, Seminaren gepackt, weil ich gemerkt habe, es war damals eigentlich mehr ein Hobby von mir, aber ich habe jetzt gemerkt durch die letzten 3 Jahre, dass sehr viele Menschen zu diesen Themen immer mehr Fragen haben, weil sie ja sich jetzt in Krisenzeiten befinden. Und Krisenzeiten sind ja immer die Zeiten, wo Menschen anfangen, ihr Leben zu hinterfragen. Also, was ist hier los? Wer bin ich? Wo komme ich her? Wie wird die Zukunft sein? Ja, deswegen haben ja auch gerade sehr viele, ich sag mal, moderne Propheten, Astrologen Hochkonjunktur, weil die Menschen in dieser Ungewissheit sich gerade befinden und nicht verstehen, wie es jetzt weitergehen wird. Erleben wir jetzt hier den nächsten großen Untergang in Form eines Weltkrieges oder kommt jetzt sozusagen die Erlösung oder keine Ahnung. Und das ist so eine Zeit, wo es aus meiner Sicht sehr wichtig ist, sich fundiertes Grundlagenwissen erstmal anzueignen, damit du dann auch tatsächlich, wie soll ich sagen, eine Entscheidung für dich selber treffen kannst, die nicht auf Angst basiert. Und dieser Professor damals, der hat mir mal wirklich einen tollen Einblick gegeben. Er hat mir erzählt, im Grunde Geschichte kann man auf 3 Arten betrachten. Und zwar einerseits spricht man von der sogenannten Geschichtspolitik, der Geschichtsphilosophie und der Geschichtsprophetie. Und Geschichtspolitik ist im Grunde das, was wir heute erleben, sage ich mal so diese Lehrbuchgeschichte, also im Grunde Geschichtslügen, muss man mal ganz klar sagen. Also Geschichtslügen als Informationswaffe, die gegen uns eingesetzt wird. Geschichtsphilosophie ist eher so das Verständnis darüber, wie Hochkulturen entstehen und wieder untergehen, also die großen, sagen wir mal, philosophischen Strömungen. Und Geschichtsprophetie ist Zukunftsforschung. Das heißt also, wenn du die Grundlagen verstanden hast, also du weißt, dass Geschichte auch eben als Informationswaffe eingesetzt wird, um uns zu manipulieren, dass es gewisse Grundströmungen gibt im Rahmen der Geschichtsphilosophie, dann kannst du auch abschätzen etwa, wohin sich das Ganze entwickeln wird, also sprich Geschichtsprophetie. Das ist jetzt nicht irgendwie, ich gucke in die Kugel und sage mir irgendwas, wünsche mir was herbei, sondern man kann eigentlich aus den Entwicklungen, die es im Grunde schon gab, kannst du Dinge, also Entwicklungen für die Zukunft auch ableiten. Ja. Oder wie hat das Oscar, nicht Oscar Wilde, sondern wie hieß er? Oh, komme jetzt gar nicht auf den Namen. Wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Gegenwart. Und wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Zukunft. Das heißt also, wenn du Wissen hast über unsere Herkunftsgeschichte, dann kannst du nicht nur verstehen, in welcher Situation wir uns aktuell befinden, Stichwort Standortbestimmung für die jetzige Zeit und was jetzt gerade um uns herum alles passiert, sondern du kannst auch abschätzen, wohin es die Entwicklung gehen kann, viel klarer. Und ich glaube, das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Das heißt, das Wissen über die Vergangenheit hilft uns, Zukunft auch besser nicht nur zu verstehen, sondern die Zukunft zu gestalten, weil es ist schwieriger, die Zukunft vorherzusagen, es ist leichter, sie zu gestalten. Und wenn du sie gestalten möchtest, dann solltest du wissen, was es vielleicht schon mal gab und vor allen Dingen auch, ob die Dinge, die es schon mal gab, vielleicht lohnenswert sind, sich damit zu beschäftigen. Also ob wir aus diesen Geschichten der Vergangenheit Lehren für unsere Gegenwart ziehen können. Also man sagt ja nicht umsonst, die Geschichte kann der beste Lehrmeister sein. Kann es aber nur dann, wenn du sie kennst. Ja, und das ist das Ding. Und wenn du nur eine manipulierte Geschichte kennst, also was unsere Herkunft angeht, die vergangenen Ereignisse, also ich rede jetzt von großen Zeiträumen, ja, von Jahrhunderten und gar Jahrtausenden, dann kannst du daraus unter Umständen völlig falsche Schlüsse für dich und dein Leben ziehen. Das ist das Problem. Und das Geschichtsbild ist Teil unseres Weltbildes, so, und das erkennen viele nicht. Auf der anderen Seite sagen mir sehr viele Menschen immer wieder, dass Geschichte im Unterricht, so wie wir das in der Schule gelernt haben, die meisten haben da innerlich so eine Ablehnung gehabt. Sie konnten damit nichts anfangen. Und erst als sie sich angefangen haben, mit der echten Geschichte zu beschäftigen, also mit dem, was uns eigentlich als Geheimgeschichte oder verborgene Geschichte präsentiert wird, das war für sie plötzlich schlüssig logisch. Das war wie so aufsaugend. Das war so, ja, na klar. Also so selbstverständlich. Das andere war so eine innere Abwehrhaltung, so sich da ein inneres Sträuben und sich dagegen wehren. Gegen diese, ich sage mal, ZDF-Geschichte, Zahlen, Daten, Fakten, mehr ist es ja im Grunde nicht, was uns in der Schule vermittelt wird. Man muss irgendwelche Jahreszahlen wissen, irgendwelche Ereignisse von irgendwelchen Politikern und Herrschern, das war's. Das ist moderne Geschichte in der Schule. Und dass sich da viele gegen wehren, kann ich absolut nachvollziehen, weil das ist Ja, langweilig.
Das ist cool, dass du das ansprichst. Das war bei mir genauso. Ich wollte es auch gerade sagen. Also in der Schule hatte ich überhaupt keinen Bock. Und bei mir war es das erste Mal, das Buch Hände weg von diesem Buch von Jan van Helsing. Und das ging ja bei uns im Freundeskreis rum. Und das war so witzig zu beobachten, dass die meisten wirklich ihre Hände die haben ihre Hände weggehalten. Die wollten das überhaupt nicht haben. Und dann war ein Kumpel und ich und wir haben das sofort verschlungen, dieses Buch, und dachten, boah, da ist viel mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was in dem Buch alles drinsteht, aber ich weiß, dass dieses Buch mir die Tür geöffnet hat zu etwas, von dem ich immer gedacht habe, das ist da. Also es ist anders, als sie uns erzählen. Und dann habe ich die ganze Zeit Bücher gelesen und auch mit Atlantis, und das sind so Themen. Es war wie bei dir, die sind magisch, das sind magische Themen. Deswegen freue ich mich auch ganz besonders jetzt hier auf dieses Gespräch, weil ich finde diese Geschichte und auch was du sagst, wie du das gesagt hast mit den Tempelrittern, das ist so spannend, was da alles passiert ist und wie das da im Hintergrund ablief. Und also unglaublich. Deswegen gehen wir direkt weiter. Was sind deiner Meinung nach die Hauptlügen, die uns erzählt werden, dieses Manipulationssystems hier? Ja, also man muss vielleicht so sagen, was ist überhaupt Geschichte? Ich habe eine ganz einfache, kurze Definition. Drei Worte. Geschichte ist die Konsequenz menschlichen Verhaltens. Das heißt also, das, was in der Vergangenheit passiert ist, führt natürlich zu Auswirkungen in der Gegenwart und dann auch in der Zukunft. So, das heißt, wenn du diese Hintergründe nicht kennst, kannst du nicht abschätzen, wo wir uns aktuell befinden, ob wir auf dem Hochstand oder am Höchststand der Entwicklung uns befinden oder ob wir auf dem Tiefpunkt der Degradation sind. So. Das kann man erst verstehen, wenn du weißt, wie war es davor. Du musst einen Vergleich haben. Das heißt, Geschichte oder Geschichtswissen oder überhaupt ein Verständnis darüber, wo wir herkommen, ist eine Art von Vergleichs- und Bewertungsmaßstab, der ist notwendig. Ich würde vielleicht gerne noch, bevor ich auf dieses Thema eingehe, ich habe gestern noch so ein schönes Zitat gefunden. Das würde ich gerne mal hier kurz vorlesen, um nochmal die Tragweite zu betonen, was Geschichte, Geschichtswissen, und letztendlich ist es ja Bildung, für Auswirkungen hat. Lass mal auf das habe ich im Internet irgendwo gefunden, aber lass nur mal den Inhalt auf dich wirken, beziehungsweise lass es auf euch wirken. Das spricht im Grunde Bände. Und zwar lautet das folgendermaßen: Es braucht keine Atombomben oder Langstreckenraketen, um eine Nation auf der Welt zu zerstören. Es genügt, die Qualität der Bildung zu senken und Studenten bei Prüfungen schummeln zu lassen. Patienten sterben durch die Hand solcher Ärzte. Gebäude stürzen durch die Hand solcher Ingenieure und Architekten ein. Geld geht durch solche Ärzte und Wirtschaftswissenschaftler verloren. Die Gerechtigkeit verschwindet durch die Hände solcher Anwälte und Richter. Der Zusammenbruch der Bildung ist der Zusammenbruch der Nation. Deswegen ist Bildung so entscheidend und Geschichtswissen ist ein Teil der Bildung. Ja? Das heißt, mit der Bildung formst du die Bilder im Kopf, die Weltbilder, die Menschenbilder, die Selbstbilder. Das sind die Grundlagen für Entscheidungen. Und deswegen ist dieses Thema so fundamental wichtig. Das ist nicht einfach nur, ich sage mal, ein bisschen Hobby, ja, ein bisschen Geschichte, ein bisschen so Mysterien aufdecken. Da hängt ein bisschen mehr dran, aus meiner Sicht, wenn man es versteht. Ja, du hast gefragt, was sind so die Hauptlügen? Ja, man könnte ja vielleicht erstmal, um Einstieg zu finden, mal mit den kleineren Geschichtslügen anfangen, die man vielleicht noch hier und da schon mal so gehört hat. Ja. Ich sage mal, die Mutter der Verschwörungen, die wir alle noch kennen. Das ist ja 11. September, 9-11. Ja. Das ist ja sozusagen, da haben ja viele mit dem ganzen Thema angefangen, überhaupt Dinge mal offiziell zu hinterfragen. Das zähle ich alles zu kleinen Lügen. Genauso auch das, was wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben, diese ganze Pandemie, diese Inszenierung dieser Pandemie, also die Grundlagen dieser Pandemie aus meiner Sicht ist auch schon eine Lüge. Nicht die Maßnahmen und auch nicht die Hysterie und die Angst der Menschen, das nicht, aber die Grundlage, auf der das Ganze inszeniert wurde, ist auch schon eine Lüge gewesen. Genauso könntest du auch sagen, die Impflüge zum Beispiel, also jetzt nicht jetzt von den letzten 3 Jahren, sondern generell, also jetzt im Bereich der Medizin, wo man sagt, durch die Impfungen haben sich ist die Volksgesundheit besser geworden. Ja, das ist auch eine Lüge, wenn man sich damit näher beschäftigt. Ich weiß, es ist ein hochemotionales Thema, das wird auch viele triggern. Aber nur damit man erstmal so ein Gefühl bekommt, genauso auch das Thema Kriegsschuldfrage, Erster, Zweiter Weltkrieg. Ja. Der Sieger schreibt die Geschichte für die Besiegten. So, wer sind die Besiegten? Naja, das wissen wir, haben wir ja gelernt. So, deswegen dürfen wir uns nicht wundern, dass auf uns sehr viel Schuld, sehr viel Last abgelagert wurde oder über uns geschüttet wurde. Und das über Generationen. Das heißt, auch die Art, wie wir erzogen wurden oder umerzogen wurden, auch speziell nach Ende des Zweiten Weltkriegs, spielt ja auch hier alles mit rein. Ich sage mal so, das sind alles so kleine Lügen. Man könnte vielleicht auch sagen, die Mondlandelüge und solche Geschichten, ja, um das noch so im 20. Jahrhundert noch mit abzuschließen. Aber was sind jetzt wirklich hier große Lügen? Ja?
Und die großen Lügen, ich sage mal so, fängt damit an, unser Weltbild. Und zwar, ich nenne es die Materialismus- oder Atheismus-Lüge. Wenn man versteht, dass unser Kosmos, ich sage mal, zu nur 3% aus dem besteht, was wir sehen können, unseren physischen Sinn, also Planeten, Körper, ja, das ist 3% der sichtbaren Materie. Und wir glauben heute in der westlichen Naturwissenschaft, dass das sozusagen alles sei. Ja. Nur die 97%, die feinstofflich sind, die nicht sichtbar sind, zumindest mit unserem grobstofflichen Sinn nicht, die gibt es gar nicht, die werden ausgeklammert. Genauso wird auch, ich sage mal, gesagt, das Universum ist per Zufall aus dem Nichts entstanden. Also es gibt hier keinen Schöpfer, es gibt kein intelligentes Design oder jemanden, der uns erschaffen hat. Ja. Wir sind ein Zufallsprodukt der Materie. Das heißt, die erste Lüge ist quasi die Weltbildlüge, also das tote Universum, nur Materieklumpen. Die zweite große Hauptlüge ist unsere Herkunftslüge im Sinne der darwinischen Evolutionstheorie nach dem Motto, der Mensch ist das Endprodukt einer langen Affenevolution. Und die dritte Hauptlüge, könnte man sagen, ist die Behauptung, dass das Leben endlich sei. Dass wir also nur einmal leben, und das Leben ist gleich der Körper, oder man könnte sagen, der Mensch ist gleich der Körper, der grobstoffliche Körper. Und wenn der kaputt geht, krank wird, stirbt, dann ist das Leben zu Ende. Und das sind im Grunde Lügen, weil diese Lügen bewirken Folgendes. Sie strengen uns in unseren Möglichkeiten extrem ein, weil sie uns letztendlich in gewisser Weise erpressbar machen. Und zwar erpressbar, wenn man sagt, du bist nur dein Körper und du lebst nur einmal, ja, dann wirst du alles auf eine Karte setzen müssen im Leben. Ja? Und du wirst folgen, du wirst sozusagen denjenigen folgen, die dich bedrohen, die deinen Körper bedrohen, durch was auch immer. Das heißt, du bist sehr stark erpressbar durch Ängste und mit der Angst vor dem Tod bist du sehr stark erpressbar. Aber das ist nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, wenn man uns sagt, dass wir ich sage mal, nur höhere Tiere sind, die konditionierbar sind, also darwinische Evolutionstheorie, Darwinismus und so weiter, dann entstehen daraus weitere Konsequenzen, die wir aber auch in unserer Gesellschaft sehen können. Nämlich das Problem ist, wenn wir glauben, wir sind die einzig intelligenten Lebewesen im Kosmos, ja, die Krone der Schöpfung, wenn man so möchte, und nicht verstehen, dass das, was uns propagiert wird, im Grunde auch nur eine Art von Religionsersatz ist. Also die moderne Wissenschaft ist nichts anderes als eine Art von Religionsersatz. Das sehen wir in der Medizin sehr klar mit Begrifflichkeiten wie gut und bösartig und so weiter. Da merken wir noch, da ist noch so dieses religiöse Erbe noch drin. Aber wenn wir an diese Vorstellung glauben, wir sind also ein Zufallsprodukt und wir sind durch eine lange Evolution, durch Mutation und Selektion irgendwie aus einer Pfütze entstanden und haben uns dann immer nur höher entwickelt, ja, immer komplexere Strukturen entwickelt, wie zum Beispiel das Gehirn, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir heute auf dem Höchststand der Entwicklung uns befinden. Das heißt, alles, was passiert ist, ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Die Erfolgsgeschichte Homo sapiens sapiens. Das andere Problem ist aber, dass wir durch diese Vorstellung, dass wir eigentlich nur ein Tier sind und auch nur einmal leben, im Grunde zu einer seelenlosen Marionette gemacht werden. Und das bedeutet, das ist jetzt eigentlich das Fatale, das nimmt im Grunde unserem Dasein den Sinn. Und das Interessante ist, Menschen, die sich in Krisenzeiten befinden, so wie heute, fangen an, ihr Leben zu hinterfragen. Was passiert hier? Warum passiert mir das? Was ist hier los? Was hat das Ganze für einen Sinn? Warum gibt es Kriege in der Welt? Gibt es keinen Schöpfer, keinen Gott, der das verhindert? In Krisenzeiten fangen Menschen an, diese Grundfragen des Lebens sich zu stellen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo befinde ich mich? Was ist der Sinn meines Lebens? Wenn ich aber sage, du lebst nur einmal, das Leben hat keinen Sinn oder keine Zielrichtung, wohin sich Entwicklung statt, also die Evolution sich hin entwickelt, sondern das ist einfach, das ist immer nur Zufall, 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 Zufall. Dann kommen aus dieser Denkweise entstehen verschiedene, ich sag mal, Folgen für uns. Und die sind fatal. Nämlich, wenn wir keinen Sinn im Leben sehen, dann sind wir sehr leicht steuerbar, manipulierbar. Ja, weil wir haben dann nicht mal so einen Vergleichsmaßstab zu sagen, das ist sinnvoll und das ist unsinnig oder nicht sinnvoll. Das können wir dann nicht mehr machen. Das nächste ist, wir fügen uns dann sozusagen in so eine passive Schicksalsgläubigkeit ein. Das heißt, wir fühlen uns dann eigentlich wie ein Opfer der Umstände. Und das passt sehr gut in eine bestimmte Ideologie, die von bestimmten Kreisen halt gerne gesehen wird, nämlich eine Herren-Sklaven-Ideologie.
Es gibt also selbsternannte Kreise, die sagen, wir sind die Herren und ihr seid unsere Sklaven. Und damit ihr Sklaven seid und ihr es auch nicht selber merkt, ihr müsst sozusagen an euren Sklavenstatus glauben. Das heißt, ihr müsst euch selbst als Opfer sehen, als ein Spielball des Zufalls. Und da ist es ganz wichtig, ein Weltbild zu installieren, das uns jegliche Sinnhaftigkeit nimmt, das uns aber auch, wie soll ich sagen, die Konsequenzen unseres eigenen Handelns nicht als dramatisch darstellt. Das heißt, nach dem Motto, mach, was du willst, genieß dein Leben, du lebst nur einmal, du brauchst keine Konsequenzen befürchten, nach dir die Sinnflut. Das heißt, es hat zu einer bestimmten Denkweise geführt, die sehr, ich sag mal, egoistisch ist. Sehen wir auch, dieser Darwinismus hat zu so einem Sozialdarwinismus geführt, also eine Ellbogenmentalität, Survival of the Fittest, also derjenige, der sich am besten anpassen kann. Es gibt sozusagen nur einen Sieger und der Rest sind alle Verlierer. Das ist im Grunde diese Mentalität, die sich aus diesen ganzen Grundlagen entwickelt haben. Und daraus, das sehen wir in der westlichen Kultur vor allen Dingen, dass wir im Grunde jetzt in so einer Gesellschaftsordnung uns befinden, die sehr rau geworden ist, die nicht so sehr mitfühlend und menschlich ist. Ja? Und das ist eine Folge von dieser, ich sag mal, Fehlprogrammierung, von dieser Manipulation, von diesem Lügen. Und das Problem ist, wenn wir glauben, unser Handeln hätte keine Konsequenzen, dann haben wir im Grunde auch damit eigentlich verloren, die Vorstellung, dass gute Handlungen auch zu einem guten Leben führen können in Zukunft. Ja? Das heißt, das ist eigentlich die Tür, der Türöffner gewesen für das, was man eigentlich als Satanismus bezeichnen muss. Satanismus ist eine Umkehrung einer der natürlichen Ordnung, der natürlichen und gesunden Werte und Prinzipien ins völlige Gegenteil. Man könnte auch sagen, Satanismus ist nichts anderes als extremer Egoismus bestimmter Individuen, die glauben, sie können sich alles erlauben und alles machen und ohne Konsequenzen davon zu tragen. Das heißt, es hat die Tür geöffnet für diese Abartigkeiten, diese Grausamkeiten, Kriege in der heutigen Welt. Ja, das ist das Problem. Und eine weitere Konsequenz, die sich auch aus diesem Vorstellungsgebäude ergibt, dass wir nur einmal leben, dass wir heute auf dem Höchststand der Entwicklung sind, was definitiv nicht der Fall ist, ist, dass wir durch diese Herkunftslüge von unseren Sternenwurzeln getrennt wurden. Denn ich gehe davon aus, dass wir von einer hochentwickelten Zivilisation abstammen oder von mehreren, die bereits andere Planeten bereist haben. Nur wenn man uns erzählt, dass wir aus der Pfütze entwickelt sind, aus einer Ursuppe und uns dann zu affenähnlichen Wesen entwickelt haben und dann entsprechend irgendwann zum Homo sapiens, dann gibt es das nicht. Dann gibt es nicht irgendwelche Sternfahrer, die vielleicht vor einigen Jahrhunderttausenden oder Millionen Jahren schon als hochentwickelte Menschen durch den Kosmos gereist sind. Das ist dann nicht. Das heißt, wir werden von unseren eigentlichen Sternenwurzeln getrennt. Und jemand, der keine Wurzeln hat, ist ein Spielball. Das ist das Problem. Und damit sind wir manipulierbar. Und das sehen wir auch. Und das sehen wir gerade in den letzten 3 Jahren, was Menschen, die keine Wurzeln mehr haben oder kein Verständnis mehr für ihre Herkunft haben, wie gesagt, die Deutschen sind da noch ein Sonderfall, weil denen hat man nach dem Zweiten Weltkrieg auch noch mal einiges ausgetrieben durch die Umerziehung. Mit denen kannst du fast alles machen. Oder die lassen alles mit sich machen, so muss man sagen. Und das ist traurig mit anzusehen. Ja. Und deswegen sage ich, ist es so wichtig, die Herkunftsgeschichte zu ergründen. Ich kann auch nicht sagen, dass ich die absolute Wahrheit kenne, darum geht es auch nicht. Nur ich habe gemerkt, was es mit mir macht, wenn ich mich mit Geschichte, mit Hintergrundgeschichte beschäftige und versuche zu verstehen, viele kleine Puzzleteile zusammenzufügen, die Situation, in der wir uns aktuell befinden. Also ich sage es ja, Standortbestimmung. Und da gehört so vieles dazu. Und wenn du plötzlich realisierst, dass es Hochkulturen gab, die wesentlich weiter waren in mancher Hinsicht, nicht in jeder Hinsicht, aber in mancher Hinsicht, als es heute der Fall ist, aber auch diese Hochkulturen sind irgendwann untergegangen, weil eben offensichtlich bestimmte, ich sag mal, Reifeniveaus, moralische, ethische, noch nicht so entwickelt waren, die dann auch letztendlich zu Kriegen und Großkatastrophen geführt haben, dann siehst du aber trotzdem, dass die Geschichte völlig anders abgelaufen ist. Und dann fragst du dich natürlich heute, okay, wo stehen wir denn? Technologisch sind wir vielleicht schon auf einem ähnlichen Stand wie vielleicht Atlantis. Aber sind wir auch auf dem ethisch-moralischen Stand? Ich denke, wir sind heute ein bisschen höher. Aber die Frage ist, die Situation, die wir heute in der Welt haben, diese Konstellation, die wir aktuell sehen können, dass sich eine Kriegssituation zuspitzt, ist im Grunde eine Wiederholung eines Szenarios, das vielleicht schon vor 13.000 Jahren stattgefunden hat, nur damals eben zu einer Sintflut oder einer Art von Großkatastrophe geführt hat, infolge dieses Krieges, der damals mit sehr fortschrittlichen Waffen geführt wurde,
wovon man ja auch heute noch überall Spuren finden kann. Und dann frage ich mich tatsächlich, wollen wir wirklich wieder so enden und wieder in die Steinzeit zurück und wieder von vorn anfangen, so ein paar Überlebende, oder wollen wir es diesmal meistern und schaffen, dass wir es eben nicht kriegerisch, diesen Konflikt lösen, sondern auf eine andere Art und Weise, konstruktiv, friedlich. Und deswegen brauchen wir das Hintergrundwissen, damit wir nicht immer wieder die gleichen Fehler machen oder immer die gleichen Lernerfahrungen und Leiterfahrungen, die infolge dieser Unwissenheit entstehen können. Ja. Deswegen ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, auch schon eben in der Schulzeit natürlich. Ja, unbedingt. Hoffentlich gerade in der Schulzeit. Also bei mir war die Schulzeit genau die Zeit, wenn ich jetzt deine Sachen höre, die du sagst, wo ich viele von diesen Lügen geglaubt habe. Also in der Pubertät, dann danach und dann war ich voll drin. Und ich habe genau das, man lebt nur einmal. Ich hatte irgendwo immer das Gefühl, es gibt mehr, aber in meinem Wachbewusstsein war das nicht vorhanden. Und ich habe mich echt so verhalten, dass ich heute denke, mein Gott, wie konntest du das machen? Und ich bin so froh, dass ich dann nach dem Abitur so einen Erwachungsmoment hatte, wo mir dann klar wurde, hey, es kann gar nicht sein, dass das nur ein Leben ist. Es ist hier so klein, es gibt so viel und so wie man abends ins Bett geht und morgen wieder aufsteht, verlassen wir diesen Körper und gehen irgendwann in einen neuen. Das war mir dann irgendwie so klar plötzlich und da dachte ich, boah, das ändert alles. Das ändert einfach alles und ich muss dieses Leben nutzen und weil ich habe ein nächstes Leben und das ist ja die Folge davon. Genauso wie wenn ich jetzt abends mich total betrinke, habe ich morgens einen Kater. Das heißt, du bereitest genau mit deinem jetzigen Leben schon die nächste Inkarnation vor und du kannst sie sozusagen selbst gestalten. Ja, das ist so unglaublich. Es hat alles geändert. Und also in meinen Augen ist das wirklich eine der allergrößten Lügen. Wie ist es bei dir? War das, also du hast das gesagt, wann bist du darauf gekommen? Ist das auch an diesen... in den Unterlagen von den Templern gewesen damals mit der Reinkarnation oder wie siehst du das? Ja, also in den Werken, da wird eine ganze Menge erzählt, was du so in der Schulwissenschaft nicht erfährst. Ne? Also ich hatte ja gerade das Studium abgeschlossen, Medizinstudium, und dann habe ich dieses Romanuskript gelesen und dann war ich erstmal nur baff, was ich alles nicht gelernt habe über den Menschen. Ja? Also wie gesagt, da ging es um das Thema Seele, da ging es um die Erklärung, wie, ich sage mal, unsere Psyche Krankheiten erschafft. Es wurde richtig, also nachvollziehbar erklärt, auch für den Verstand. Das war also wirklich sehr greifbar. Das war nicht so ein ESO-Gequatsche, wie man immer so sagt, sondern das war wirklich für mich sehr greifbar und nachvollziehbar. Zumal ja auch der Lothar Göring selber, ich sage mal, auch sehr solide aufgestellt war. Ja. Also der hat auch ein sehr extravagantes oder intensives Leben und er hat über Jahrzehnte eben weltweit mit anderen Leuten geforscht, konnte das aber dann erst, als es ihm erlaubt wurde, sozusagen diese Erkenntnisse dann auch öffentlich machen. Und ja, also wenn du dann sich damit näher beschäftigst und das dann mal so vergleichst mit dem, was man uns sonst so erzählt, dann merkst du, das hat eine Tiefe und das andere ist völlig flach dagegen, so wenn man das so vom Empfinden her beschreiben würde. Naja, und dann merkst du plötzlich, wo du genauer hinschauen musst. Also dann bist du, okay, es gab eine alte Hochkultur, eine frühere Hochkultur, Atlantis, okay. Und dann merkst du erstmal, wie haben die gelebt, warum ist die untergegangen, warum wissen wir davon nichts, warum wird uns heute sowas überhaupt nicht erzählt. Und dann kommst du von einem zum anderen, wenn du diese Fragen hast und einfach konsequent nach Antworten suchst. Dann kriegst du Begegnungen, dann bekommst du, ich sag mal, Literaturhinweise, kriegst so gewisse Eingebungen irgendwie. Das kommt alles so zusammen, weil du dich ja die ganze Zeit intensiv darauf konzentrierst und dich damit gedanklich beschäftigst. Und da habe ich gemerkt, es gibt in dem Sinne kein Geheimwissen. Wenn du es wirklich wissen willst, ja, also wirklich, wenn du diese Absicht hast, es herauszufinden, dann wirst du es herausfinden. Wenn es für dein Leben jetzt auch so geplant und dran ist, dann wirst du zu gegebener Zeit Begegnungen haben oder es wird dir was gegeben, Hinweise, die du dann im Grunde wie ein großes Puzzleteil nur zusammenfügen musst. Und das war damals mein Bestreben. Ich wollte verstehen, wie das große Gesamtbild ist. Es ist wirklich wie so eine, ich wollte mich einfach orientieren. Ich wollte wissen, was läuft hier los? Was ist hier los auf diesem Planeten? Und was sind wir, in was für einer Zeitqualität sind wir gerade? So, und da habe ich gemerkt, du musst ziemlich weit ausholen, um diese heutige Situation, diese für viele auch sehr bedrohlich wirkende Gesamtweltlage, um das zu verstehen, musst du ziemlich weit zurückgehen. Das reicht nicht aus, um zu sagen, ich gucke mir jetzt die letzten 20, 30 Jahre an. Nein. Du musst wirklich, ich sag mal, 10.000, 20.000 Jahre zurückgehen. Weil hier sind wirklich, ich sag mal, karmische Verstrickungen, die so weit zurückgehen. Und deswegen sage ich ja, es wiederholen sich auch bestimmte Ereignisse. Die Frage ist immer nur, lernen wir daraus und lösen sie auf eine andere Art und Weise? Oder fallen wir wieder, sag ich mal, in die gleiche Falle rein? Es kommt wieder zu einer Katastrophe, alles wird wieder mehr oder weniger zerstört und wir können wieder von vorn anfangen.
Das heißt, wir sitzen hier auf einem Planeten, der im Grunde wie eine Art von Trainingsplanet ist oder eine Schulungsplanet. Und wir müssen hier etwas offensichtlich Wichtiges lernen, also eine gewisse Lektion abschließen. Und erst wenn wir diese Lektion abgeschlossen haben, kommen wir in die nächste Klasse. Das ist die nächste Bewusstseinsstufe. So. Und dafür müssen wir erst sozusagen unsere Hausaufgaben machen. Und es hat sich, ich sage mal, in diesem letzten Großzyklus, der hier abläuft, hat sich halt auch eine Menge angesammelt an karmischen Verstrickungen. Das sehen wir alle. Also ich meine, guck dir, nennen wir heute mal eine Familie, wo alles rosarot und ist. Nein, überall finden Dramen statt. Ja? Das sind alles irgendwelche Altlasten, die weitergegeben wurden, Traumamuster und was weiß ich nicht alles. Und das kommt jetzt alles, jetzt in dieser jetzigen Zeit wird das offengelegt. Und das ist natürlich nicht angenehm, aber irgendjemand muss ja mal ich sag mal, dieses große Reine machen in den eigenen Linien vollziehen. Und in jeder Familie gibt es da entsprechend, sage ich mal, Vertreter, die sozusagen diesen ganzen karmischen Müll verbrennen. Ja, durch ihr eigenes Leben, durch ihr eigenes Hiersein, durch ihr eigenes Bewusstsein, ja, indem sie diese Sachen sozusagen aufarbeiten und dann eben nicht mehr an die nächste Generation unreflektiert weitergeben. Und da hilft es aus meiner Sicht, wenn man diesen großen Geschichtsrahmen einfach kennt und sich dessen bewusst wird. Sonst stehst du nämlich davor und denkst, was ist das für ein scheiß Leben? Warum habe ich hier so diese ganzen Arschkarten des Lebens gezogen? Ja? Warum läuft das bei mir nicht rund? Warum ist es so schwer und immer so viel Leid und so weiter? Aber wenn du es in einem größeren Kontext siehst, dann bist du sogar fast dankbar, weil du weißt, was für eine wichtige Aufgabe du auch hast. Ja? Also das heißt, du dienst an einer viel größeren Sache, in der du eingebettet bist. Und du weißt nur, wenn einer es jetzt mal macht, dann kommt auch mal wieder Klarheit und Frieden in die, oder Harmonie in diese Familienlinien. Und es ist wert, es gibt ja Millionen Familienlinien. Und es hat sich einfach zu viel angestaut in gewisser Weise. Ja. Und ich sage mal so, unser Ego, das eben nicht alles versteht, hat, heißt es, die meisten Probleme damit. Das eigentliche Wesen. Nicht so sehr. Das ist ja deswegen auch hier, um jetzt gerade in dieser Zeit, ich sage mal, der Apokalypse. Apokalypse heißt da übersetzt Enthüllung. Ja, und das ist eine Enthüllung, eine Offenbarung von Dingen, die bis dato verborgen waren, also okkult. Und wir sind ja aus dem okkulten Zeitalter jetzt raus und jetzt wird alles offengelegt. Und es erscheint dann im ersten Moment, als ob es immer schlimmer werden würde. Dabei wird nur das sichtbar, was davor einfach verborgen war. Auch die dunklen Themen, die sehr abartigen Themen, die werden jetzt sichtbar. Und wenn man nicht darauf vorbereitet ist, denkt man, jetzt geht die Welt unter. Nein, die Welt geht nicht unter. Es ist nur ein Ende des okkulten Zeitalters und jetzt kommt sozusagen Licht in das Dunkle und es wird aufgedeckt. Es ist wie so ein Teppich, den du hochhebst, so eine Teppichkante und dann guckst du runter und denkst nur, oh mein Gott, was ist das denn? Und dann guckst du noch weiter, ach du Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber irgendwann muss da ja mal sauber gemacht werden. Ja? Und das ist im Grunde, was wir jetzt hier machen. Ja, die ganzen Schattenthemen, individuell wie kollektiv, kommen hoch. Und wollen angeschaut werden, damit sie integriert werden können, damit sozusagen der Frieden, die Harmonie wiederhergestellt werden kann. So sehe ich mittlerweile die Weltlage und auch die eigenen Lebensweg. Und das ist eine sehr dankbare Aufgabe, aber natürlich auch eine sehr herausfordernde Aufgabe. Aber die ist wichtig. Und jeder ist jetzt gefordert und jeder ist auch wichtig in dem, wo er ist und was er tut. Ja, das ist ganz klar. Und ich will nur sagen, dieses Hintergrundwissen kann einfach hier helfen. Ja. Ich finde das sehr schön, wie du das gerade nochmal gesagt hast, dass wir alle so an einem Punkt sind und das ganze Karma, unsere ganze Familiengeschichte kommt zusammen und wir oder viele von uns können das jetzt auflösen. Das ist so ein unglaublicher Punkt, der, glaube ich, vielen jetzt echt helfen kann, weil wenn man, auch wenn man schon dieses Wissen hat und irgendwo weiß, es gibt mehrere Leben und so, gibt es doch immer die Momente, wo wir uns so eng ziehen und so mit dieser Materie identifizieren, so mit dem Leid und mit dem Alltag, mit dem jetzigen Moment, dass uns das alles so manchmal über den Kopf zusammenbricht, ne? Und dann immer wieder sich klar zu werden, nein, es ist eine Riesenaufgabe. Man kann jetzt mit diesem Leben so viel bereinigen, wenn man das jetzt hier macht, das ist unglaublich. Und da finde ich, da kann man wirklich lange drüber nachdenken und da auch reingehen und zu sagen, hey, das ist wichtig und wie du sagst, jeder ist gefragt und wir können das jetzt machen. Also dieser Moment, welche Power jeder Einzelne hat, das finde ich unglaublich. Wenn wir das. Du bekommst ja Power, wenn du den Sinn hinter dem Leid erkennst. Das ist ja das Verrückte. Wenn man das Leid nur für sich betrachtet, dann fragt man sich, was soll das? Aber wenn du erkennst, dass das Leid eine Ursache hatte, die liegt vielleicht noch weiter zurück, vielleicht nicht in diesem Leben, sondern noch früher, und du merkst plötzlich, jetzt geht es darum, das aufzulösen. Es anzuschauen, anzunehmen, ihn zu integrieren, aufzulösen. Wie du daran wachsen kannst.
Es ist aus meiner Sicht ein Privileg, in der heutigen Zeit hier sein zu dürfen, einen Körper zu haben und jetzt in dieser Zeitqualität hier zu sein und mitzuwirken, mitzugestalten. Das ist ein echtes Privileg, weil das passiert nicht so häufig, dass wir jetzt diesen, nennen wir es mal, diesen Wandel erleben, dass ein komplettes Zeitalter quasi zu Ende geht und ein neues gerade in den Startlöchern steht und wir schaffen gerade die Brücke. Wir bauen jetzt sozusagen diesen Übergang. Das ist natürlich keine Sache von 3, 4 Wochen, das ist eine Sache, die geht über Jahrzehnte. Ja? Aber das ist das, womit wir uns jetzt gerade hier auseinandersetzen. Und deswegen sind wir auch hier. Jeder hat ja seinen Plan, weswegen er hier ist. Es ist ja nicht so, dass man einfach nur so, ach ja, nö, ich habe mich dafür nicht entschieden, weil mein Leben gerade scheiße läuft. Doch, doch, hast du, hast du. Du hast es nur nicht jetzt gerade so bewusst präsent für dich oder hast es vergessen, aber du bist nicht hier, weil du hierher geprügelt wurdest, sondern du hast dich freiwillig entschieden, diesen Dienst hier zu leisten. Ja, ganz wichtig. Natürlich musst du dich erstmal orientieren hier. Also der Verstand muss sich orientieren. Der ist ja hier sozusagen reingeworfen worden in dieses vermeintliche Chaos und muss sich erstmal Orientierung finden. Und obwohl, ich sag mal, die Seele, das Wesen, dieses innere Gefühl der Gewissheit, das weiß ja. So, aber der Verstand ist eben das, was sozusagen ständig, oder das Ego, nennen wir es mal so, was damit Schwierigkeiten unter Umständen hat. Und der braucht diese ganzen Konzepte, dieses Hintergrundwissen und so weiter, damit er langsam einsehen kann, ja, dass vielleicht das innere Wesen mit seiner Grundausrichtung richtig liegt. Ja. Ja. Was ich immer auch noch so krass finde für den Verstand ist, das anzuerkennen, dass wir wirklich jetzt gerade in dieser Zeit sind. Und du hast das gerade gesagt, dass dein Kollege, der diese ganzen Informationen hatte, der musste warten, bis der Zeitpunkt gekommen war, mit dem er an die Öffentlichkeit gehen konnte. Richtig. Wie kann man sich das genau vorstellen? Was ist da passiert? Wer hat dem das gesagt? Und wie kommen die Informationen? Und seit wann ist es soweit? Also du hast gesagt, irgendwie in den 80ern. Was ist da Also es gibt passiert, dass Leute, dann die plötzlich sagen, soweit war? dieser Aufwachprozess begann oder dieses Ende des okkulten Zeitalters war 1987 oder Anfang der 90er Jahre. Und jetzt sind wir in so einer, na, manche reden von einer 52-jährigen Übergangsphase, die ihren Mittelpunkt 2012 hatte. Und dann musst du ja nochmal da 25 Jahre zuzählen, sind wir bei 2037. Das ist sozusagen diese Phase, wo dieser Übergang stattfindet jetzt. Also diese 52 Jahre, also 5 Jahrzehnte, das ist sozusagen diese Übergangsphase in dieses neue Zeitalter. So, und da sind wir ja voll drinne gerade, ne? Das sehen wir ja. Und ja, also ich sage mal so, Wissen, Neugierde alleine reicht nicht, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, weil Wissen kann auch zerstörerisch wirken, wenn es die falschen Menschen bekommen oder sie es zu früh bekommen. Ist einfach so. Wissen wir, wenn wir Kinder großziehen, denen werden wir auch nicht alles erzählen, was in der Welt los ist oder was es sonst für Sachen gibt, weil wir wissen, sie können damit noch nicht umgehen. Das hat alles seine Zeit und dann, wenn es soweit ist, dann können sie damit umgehen. Und so muss man das hier auch sehen. Das hat auch eine gewisse Verantwortung. Ja, also die Leute, die wirklich eingeweiht sind, also die wirklich auch, ich sage mal, im Hintergrund, die das Weltgeschehen lenken, beziehungsweise dafür sorgen, dass hier nicht totaler Blödsinn passiert. Die gehen hier wirklich, ich sage mal, wie verantwortungsbewusste Eltern mit uns als Menschheit um und wissen genau, wann sie, wem sie was geben dürfen, damit nicht sofort gleich wieder Blödsinn gemacht wird. Weil mit Wissen kann man ja auch Waffen und was weiß ich entwickeln und irgendwelche Machtpositionen ausbauen. Darum geht es jetzt aber nicht. Es ist im Grunde ein großes Erziehungscamp, auf dem wir uns hier befinden. Und Bildung ist der Schlüssel. Und es wird eben dazu beigetragen, dass das Bildungs- und Bewusstseinsniveau nach und nach wieder anheben kann, obwohl es gerade erstmal absinkt. Ja. Aber weil es so weit absinkt, entsteht ja auch immer mehr die Gegenbewegung, die sagt, das geht nicht so weiter. Ja. Das heißt also, dieser Impuls ist wie so ein Pendel. Die eine Extreme sorgt dafür, dass im Grunde auch schon bei immer mehr Menschen der Wunsch entsteht, es anders zu machen, also in die andere Extreme. Ja. Und so muss man das auch sehen. Das heißt, wenn man jetzt mit aller Kraft das Niveau nach unten drückt, sodass, ich sage mal, der Letzte kapiert, dass hier irgendwas nicht stimmt, dann wird er auch gewillt sein, etwas zu verändern. Wenn es uns aber zu gut geht, dann ist es so wie mit den Sklaven, die einfach nicht verstehen, dass sie Sklaven sind, die einfach so gut genährt sind und die haben alles und sind glücklich. Ja? Aber sie sind eingesperrt, sie sind Sklaven, sie sind unfrei. Aber das ist ihnen egal, weil es ihnen ja gut geht. Wenn es ihnen aber nicht mehr gut geht, wenn es kein Essen mehr gibt, wenn die Ketten sichtbar werden, dann fangen sie an zu rebellieren. Das ist wichtig. Weil nur wenn du weißt, dass du
oder auch fühlst, dass du eingesperrt bist, auch mental eingesperrt bist, in einem mentalen Gedankengefängnis, und du die Wände, diese Gitterstäbe spürst und auch siehst, dann erst bist du gewillt, deinen Arsch zu bewegen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch jetzt erleben dürfen. Es ist nicht so rosa-rot und so schwarz-weiß, wie es immer dargestellt wird, sondern das, was jetzt hier passiert, dient ja auch dazu, viele Menschen durch die Leiterfahrung von ihrem Hochmut, von ihrem Stolz in die Demut zu führen. Und zwar das Ego. Wir haben eine Ego-Gesellschaft, vor allen Dingen im Westen, die sich sehr arrogant hingestellt hat und im Grunde auf dem Rest der Welt parasitiert hat, andere Länder ausgebeutet hat, um unseren Wohlstand hier aufzubauen. Das ist ein bestimmtes System, das installiert wurde, und das ist letztendlich gelebter Egoismus. Und dieses System, das wird zu Fall gebracht. Aber nicht nur im Außen, sondern bei jedem selber, weil wir haben ja auch diese Ego-Strukturen. Wenn das Ego zu groß wird, dann macht es dumme Sachen. Ja? Und damit das nicht passiert, gibt es Leiterfahrungen, Krankheiten, Unfälle, was auch immer. Denn dann kommst du wieder langsam so in die Demut und merkst, ups, ist es doch vielleicht besser, sich mal ein bisschen zurückzunehmen und auch mal zu schauen, wie es anderen Menschen geht. Ja? Und ich glaube, das ist so eine Art erzieherische Maßnahme, die wir gerade erleben dürfen. Es ist jetzt, was ich gerade sage, ist aus einer sehr hohen Verständnisebene beschrieben. Das ist, wenn man im Alltag ist, kann man sagen, der spinnt ja, was der erzählt. Ja, aber das sagt dann das verletzte Ego natürlich, der verletzte Stolz. Aber das Ego steht uns in gewisser Weise in dieser Hinsicht im Wege. Und das Ego kriegst du, wie gesagt, nur klein, wenn es Leiterfahrungen macht. Und diese Leiterfahrungen führen dann zur Demut, zur Läuterung, wie man immer so schön sagt. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil dessen, was wir jetzt erleben dürfen, dass wir geläutert werden. Dass die Leiterfahrung eigentlich, das ist schwierig mit den Begriffen positiv und negativ, aber ich sage es jetzt mal, eine positive Entwicklung fördern, nämlich dass wir zu uns selbst finden, zu unserem wahren Wesen. Und uns aus dieser illusorischen Scheinwelt im Grunde durch die Leiterfahrung befreien. Weil die Sicherheiten, die wir bisher im Außen hatten, in diesem Gesellschaftssystem, die schwinden ja. Der Glaube an bestimmte Autoritäten in der Gesellschaft, sei es im wissenschaftlichen Bereich, im politischen Bereich, schwindet. Nach dem, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, erkennen immer mehr Menschen, dass sie auf diese Autoritäten nichts mehr geben können. Sie können ihnen nicht mehr vertrauen, weil die Entscheidungen, die diese Autoritäten und Empfehlungen, die diese Autoritäten getroffen und gegeben haben, haben zu sehr viel Leid geführt. Und spätestens jetzt sollten die Leute erkennen, sie müssen in die Eigenverantwortung gehen. Sie müssen sich selber schlau machen. Sie müssen selber anfangen zu denken. Und das heißt, sie müssen in ihre eigene Mündigkeit kommen. Und das ist dieser Reifeprozess. Und der ist bei vielen leider über eine Leiterfahrung nur möglich. Sonst bewegen sie ihren Arsch nicht. Ja, das ist auch immer so, was ich leider beobachten muss oder auch mich immer gefragt habe damals. Ich bin aufgewachsen, da hatten wir so viel in dem Dorf, so viel Drogenprobleme. Und ich dachte immer, wann ändert sich was? Wie tief muss jemand fallen? Wie tief muss das Leid sein? Weil theoretisch kann man einfach sagen, nee, ich mach das nicht. Bei wachem Bewusstsein, ohne Leid, nee, ich mach das nicht. Ich gehe da nicht so tief rein in dieses Leid. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Das ist ja irgendwie alles vergleichbar. Aber viele müssen so tief reingehen. Und ich habe dann damals auch mit 21 einfach aufgehört, weil ich dachte, nee, es gibt die Reinkarnation, es gibt viele Leben. Was ist das für ein Quatsch? Ich muss jetzt meine Verantwortung übernehmen. Ich muss hier mein Ding machen. Ich darf nicht so tief reingehen. Aber viele machen es leider nicht und dann kommt das Leid und fliegt uns alles um die Ohren. Ne? Also ich hoffe ja, dass wir intelligent sind und deswegen auch dieses Thema, du sagst, es ist so wichtig, ich finde, es ist gerade deswegen so wichtig, damit wir nicht so viel leiden müssen, weil wir lernen können, ohne zu leiden. Also wir können das auch ohne Leid, also ja, großes Leiden machen, das ist das Ding. Ne? Ja. Wir müssen nicht immer so viel leiden, aber es ist für mich immer so, deswegen unglaublich wichtig, dieses Thema, dass wir da wichtig reingehen und sagen, hey, wir ziehen unsere Konsequenzen von Erfahrung anderer. Das ist, glaube ich, was ein intelligenter Mensch macht. Der muss es nicht alles selber erleben. Der macht es von anderen und dann macht er es einfach besser und baut darauf auf. Ne? Das ist, was, glaube ich, Lao Tzu mal sagte, 3 Wege des Lernens. Lernen durch Nachdenken, das ist der edelste. Lernen durch Nachahmen, das ist der leichteste. Und Lernen durch bittere Erfahrung, das ist eben der bitterste Weg. Also wenn man dann eben die eigene Erfahrung machen muss. Man kann natürlich durch genaues Hinschauen und eben durch diese Kenntnisse von größeren Zusammenhängen vieles Leid einfach auch ganz normal mit dem Verstand, sage ich mal, abschätzen und sagen, ist gar nicht notwendig, macht keinen Sinn. Ja?
Aber wenn man, wie gesagt, mit einem Brett vorm Kopf rumrennt und wirklich immer nur irgendwo, wenn man irgendwo gegenrennt und dann, oh, das hat wehgetan. Und dann rennt man, oh, das hat auch wehgetan. Also wenn man wirklich wie so ein Blinder durch die Gegend rennt und nicht mal sich irgendwann fragt, stopp mal, was mache ich hier eigentlich gerade? Also dieses Selbstreflektieren. Diese, ich sage mal so, in Krisenzeiten gibt es vier Fragen, die sich ein Mensch stellt. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo befinde ich mich aktuell? Und was ist der Sinn meines Lebens, beziehungsweise was, wo will ich in Zukunft sein oder wo will ich hin? So. Und wenn man sich diese Fragen nie stellt, nie mal darüber diskutiert, ob nun in der Schule, mit seinen Eltern, Freunden, Bekannten, ist ja egal, dann wird man irgendwann, wenn man zu sehr von seinem selbst festgelegten Lebensplan abweicht, irgendwann durch Leiterfahrung an den Punkt kommen, sich zu fragen, hey, was ist hier eigentlich, warum passiert mir das, was ist hier los? So. Und sei mal froh, dass das Leben dir solche sanften Hinweise gibt. Ja? Manche, die werden dann aus dem Spiel genommen, weil es einfach schon zu weit vom eigentlichen Lebensplan sich entfernt haben, wo gar kein richtiges, sag ich mal, Umkehren mehr so einfach möglich ist. Ne? Also da kann man auch dankbar für sein, ne? dass es einfach auch diese Hinweise des Lebens gibt. Ja, und diese Bequemlichkeit, die wir jetzt auch durch den Wohlstand aufgebaut haben, ja, wenn wir sie richtig zu nutzen wissen, dann kann da was Schönes draus werden. Aber wenn wir aufgrund des Wohlstandes immer dekadenter und bequemer werden und träger und fauler, dann nicht. Dann nicht. Ja. Das heißt, es ist kein Gesetz, dass der Wohlstand immer zu einer geistigen Trägheit führen muss. Mhm. Im Gegenteil. Das ist eine Frage mit deinem Bewusstsein. Wenn du sagst, okay, oder ich sage es mal anders, bei unseren vedischen Vorfahren wird auch ganz klar gesagt, ein Mensch, der nicht Reichtum anstrebt, ist ein Parasit. Warum? Weil nur wenn du Reichtum anstrebst, hast du die Mittel zur Verfügung, um deinen guten Willen und deine guten Absichten in die Gesellschaft zu bringen. Das heißt, du hast die Mittel und Möglichkeiten, Projekte zu unterstützen, sinnvolle Dinge zu unterstützen. Ja? Das kannst du nur, wenn du Mittel hast, wenn du Reichtum hast. Hast du aber kein Reichtum, dann parasitierst du in gewisser Weise auf der Leistung von anderen. Natürlich wird das heute wieder falsch verstanden, nach dem Motto, ja, aber Leistung, Leistung, Leistung. Es geht nicht um Leistung der Leistung wegen, sondern man muss sich ja fragen, was tue ich dann mit den erwirtschafteten Mitteln? Wie sinnvoll setze ich die ein? Ja? Konsumiere ich dann nur auf einem höheren Niveau? Kann ich mir dann Drogen leisten oder eben nicht? Oder baue ich damit irgendwas Sinnvolles auf, was vielleicht Nachhaltigkeit besitzt? Das ist der Punkt. Also es ist immer eine Frage, wie setze ich die Werkzeuge, Geld ist ja nur ein Werkzeug, mit welchem Bewusstsein setze ich es ein? So. Das ist so witzig. Ich hatte im letzten Jahr im August genau diese Frage und ich dachte so, ich brauche jetzt eine Antwort. Und das ist, wie du sagst, ich habe das Universum gefragt, ich brauche jetzt bitte eine Antwort, wie ist das mit dem Geld? Weil gerade auch jetzt in der spirituellen Szene so viele Leute sagen, das Geld ist das Problem, Geld ist schlimm, Geld ist böse, Geld ist die Ursache von allem. Und da habe ich einfach gedacht, ich brauche jetzt eine Antwort. Und da war ich bei einem Kumpel übernachtet und der hatte da so ganz viele spirituelle Bücher, unter anderem von Omra Mikhail Ivanov. Und da habe ich gesagt, bitte, jetzt brauche ich wirklich die Antwort. Ich habe irgendein Buch rausgenommen, irgendeine Seite aufgeschlagen und das ist so cool. Da stand nämlich genau die Antwort, was du jetzt gerade gesagt hast, stand da genauso dran. Da stand, Geld ist an sich neutral. Das Problem bei Geld ist, dass die meisten Menschen ein Bewusstsein haben, dass die, wenn sie ganz viel Geld haben, Sachen machen, die nicht gut für sie sind. Für sie selber und für die anderen nicht. Dann hat er genau ausgeführt, dass das so ist. Dann hat er gesagt, aber es gibt Menschen, die haben ein Bewusstsein, das ist so gut, oder sage ich mal nicht gut, das ist so hoch, dass die mit dem Geld wunderbare Sachen für sich und für andere machen. Und dann ist Geld gut. Und dann dachte ich, das ist genau die Antwort. Und das ist doch, da habe ich auch gedacht, das will ich. Ich will dieser Mensch sein mit diesem Bewusstsein. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Genau wie du gerade gesagt hast, das finde ich so cool, dass du es jetzt nochmal so wiederholt hast. Ja, ist so. Also es gibt ja diesen Spruch, Geld verdirbt den Charakter. Nein, Geld macht den Charakter sichtbar. Geld ist eine Lupe. Geld bringt die Eigenschaften, die du in dir trägst, zum Vorschein. Wenn du ein kleines Arschloch bist mit wenig Geld, dann wirst du mit viel Geld ein großes Arschloch sein. Es sei denn, du machst eine sozusagen eine Läuterung oder einen Wandel in deinem Bewusstsein. Das heißt also, wenn du gute Absichten hast für die Welt, dann ist es deine Verpflichtung, Reichtum anzustreben. Aber nicht wegen des Reichtums, sondern damit du diese guten Absichten in dieser Welt, dieser materiellen Welt, die eben nach materiellen Gesetzen funktioniert, auch manifestieren kannst. Das ist der Punkt. Und Geld ist nur ein Werkzeug. Ja, ja, das ist sehr schön. Das ist sehr wichtig, weil auch finde ich wichtig, der Punkt, wir sollten das Geld nicht den ganzen anderen Mächten überlassen, die ja gut darin sind, Geld anzuhäufen und das zu lenken, ja. Alles. Da kommen wir vielleicht nochmal kurz auf diesen Punkt zu sprechen. Was
meinst du oder was ergeben deine Recherchen? Wann war so der Start? War das Atlantis oder jetzt, wenn man so nimmt, wir haben jetzt das jetzige System und die jetzigen Herrscher dieses Systems. Sind das schon die Nachfahren von Atlantis, die dunklen Mächte da, oder wann kam da irgendwie so die Gruppe, die sich geformt hat, die jetzt irgendwie da das Sagen hat? Was meinst du? Also in gewisser Weise würde ich sagen, ja. Also wir haben im Grunde immer noch eine Art von Rivalität zwischen verschiedenen Gruppierungen. Wobei das Thema, wenn man dann tiefer eintaucht, sehr komplex ist, weil du dann auch in den Bereich der Exopolitik gehst. Das heißt, Einflüsse von außerirdischen, interdimensionalen Wesen, innerirdischen. Das heißt, die sichtbare Oberfläche der Erde ist ja wie eine Bühne, auf der sich sehr viel tummelt. So. Und es gibt hier sehr viele verschiedene Agenten, die sich zum Teil, wie soll ich sagen, gegeneinander aufgestellt sind, aber teilweise auch zeitweise miteinander zusammenarbeiten, um vielleicht ein bestimmtes höheres Ziel zu erreichen. Aber man kann trotzdem eine gewisse ja, Polarität sehen. Also wenn man es mal ganz vereinfacht sagt, und das ist jetzt interessant, auch für uns im deutschsprachigen Raum, es gibt ja diese Hegelsche Dialektik, These, Antithese und dann die Synthese. Wenn wir mal unter dem Aspekt anschauen, wie sich gerade unsere Welt aufgestaltet, dann kann man mal ganz vereinfacht sagen, wir haben im Westen, repräsentiert durch die USA oder durch Nordamerika oder England, haben wir den Materialismus in seiner stärksten Ausprägung. Im Osten, also ich sage mal so in traditionellen Kulturen wie China, aber auch in Russland, Japan, also bevor sie verwestlicht wurden, haben wir eher so eine höhere Spiritualität. Oder auch Indien. So, das ist also Ost und West, also Materialismus und Spiritualität. Und jetzt kommen wir ins Spiel, die Europäer und da vor allen Dingen auch der deutschsprachige Raum, also der Dachraum. Da finden wir sozusagen die Synthese, weil wir haben hier durch die geschichtlichen Ereignisse der letzten 100 Jahre, also wo wir in Deutschland, also auf deutschem Gebiet sozusagen verschiedenste Formen von Ideologien hatten. Wir haben kommunistische Erfahrungen, wir haben faschistische Erfahrungen, wir haben kapitalistische Erfahrungen. Das heißt, wir haben also sozusagen all diese Extreme, die es in der Welt gibt, haben wir hier alle auch mal gehabt. Ja, wir waren lange Zeit ein geteiltes Land. Und jetzt sind wir dabei, im Grunde aus diesen verschiedenen Blickwinkeln etwas Neues entstehen zu lassen. Ja, das ist das, was jetzt entsteht. Natürlich ist es nicht einfach, aber das sehe ich jetzt immer klarer, dass die Aufgabe der Menschen hier, der Völker hier im Zentraleuropa, im Grunde auch in Zukunft wieder eine Vorreiterrolle spielen werden, aber nicht vor allen Dingen jetzt, sage ich mal, in technologischer Hinsicht, sondern eher in dieser geistig-spirituellen Entwicklung, weil, man kann es mal ganz vereinfacht sagen, wir jetzt sozusagen die Synthese aus Ost und West hier darstellen. Das heißt, hier kommen diese beiden Strömungen zusammen. Und es entsteht etwas Neues. Das ist dieses klassische Polaritätenspiel. Plus und Minus, ja, männlich, weiblich. Und aus dem entsteht ja dann etwas Neues, ein Kind. Also nicht eine Summe von den beiden Einzelteilen, sondern es ist noch auf einer höheren Ebene entsteht hier etwas komplett Neues. Und ich glaube, das ist das, was auch unsere Aufgabe ist, die wir jetzt hier sind. Es sind ja auch sehr viele Menschen hier inkarniert, die jetzt auch an diesem Werk mithelfen werden. Und ich denke, wenn wir es schaffen, hier eine friedvolle Integration dieser verschiedenen ja, Weltbilder zu schaffen, dann können wir tatsächlich zu einer Art Leitbild oder eine Art von Lokomotive werden, auch für den Rest der Welt, weil wir einfach schon Entwicklungen hinter uns haben, die andere Länder gerade erst vor sich haben. Also man spricht in dem Zusammenhang auch von Gruppenethik, Individualethik und Universalethik. Gruppenethik heißt, die Familie, der Stamm, der Clan, die Nation, der Staat hat sozusagen die Kontrolle und bestimmt, wie es das Individuum zu leben hat. Das heißt, man ist ständig bevormundet. Also im Sinne von, du bist nichts, dein Volk ist alles. Das haben wir alles durch. Das sind diese typischen Kollektivismus-Ideologien wie Faschismus, Nationalsozialismus, Kommunismus. Ja? Das heißt, das Große zählt mehr als das Individuum. Dann haben wir uns nach dem Zweiten Weltkrieg daraus mehr oder weniger emanzipiert. Und haben einen extremen Individualismus entwickelt, der jetzt aber auch an seine Grenzen kommt, weil wir jetzt sehen können, dass dieser übertriebene Egoismus auch nicht unbedingt die Lösung ist. Ja, wir haben uns also im Grunde von diesen ganzen Verpflichtungen,
die eben vorher durch den Clan, durch die Familie, durch den Staat auf uns ausgeübt wurden, haben wir uns versucht zu emanzipieren, zu lösen, nach dem Motto, ich will meine individuellen Rechte hier ausleben, maximal. Haben wir gemacht, so. Jetzt erleben wir den Höhepunkt davon, nach dem Motto, ich kann sogar bestimmen, was ich für ein Geschlecht sein will. Also dieser, also wieder das Extreme davon, das sehen wir jetzt gerade. Also da merken wir, okay, das Pendel schlägt jetzt in die andere Extreme, ist auch nicht so, vielleicht so sinnvoll. Und jetzt, und das ist das Geniale, jetzt haben wir die Möglichkeit, das auf einer höheren Ebene zu integrieren, nämlich, dass wir sagen, okay, es gibt individuelle Rechte, ja natürlich, aber es gibt auch gemeinschaftliche oder gesellschaftliche Pflichten. Und da jetzt ein neues Gleichgewicht zu finden, das ist Universalethik, das ist im Grunde wahres Christentum im ursprünglichen Sinne. Ich liebe mich selbst genauso wie den anderen oder ich tue nur das dem anderen an, was ich auch will, dass er mir antut. Also universale Regel. Ja? Ich werde ihm nicht Schaden zufügen, weil ich will ja auch von ihm nicht geschädigt werden. Das heißt, wir haben also Individuen, die sich jetzt aber auch in einem neuen Wir-Gefühl zusammenfinden werden. Das alte Wir war, da gibt es ein Diktat von oben und alle haben sich zu fügen. Dann gab es das Ich, das Ego, die Abspaltung. Man könnte auch im biblischen Sinne vom Rausschmiss aus dem Paradies sprechen. Also wir haben uns emanzipiert. Aber wir merken auch, so ganz allein ist auch nicht toll. Man lebt in Großstädten, aber ist irgendwie auch isoliert. Und viele sehen sich ja nach Familie, nach Ordnung, nach Geborgenheit wieder. Aber sie möchten ihre individuellen Aspekte ja auch nicht einfach dann aufgeben und einfach wieder zurückfallen in dieses ursprüngliche, diese gruppenethische. Und darum geht es auch nicht, sondern wir wollen ja uns weiterentwickeln. Also geht es jetzt auf die nächste Ebene und die nächste Ebene heißt, wir integrieren das beides und finden jetzt ein gesundes Maß zwischen individuellen Rechten, aber auch gemeinschaftlichen Pflichten. Das ist der Punkt. Das ist aus meiner Sicht die nächste Entwicklungsstufe, die wir machen. Und da sind wir, sage ich mal, vielen Ländern voraus, weil guck mal, viele Länder in der Welt, die sind meistens noch auf der Ebene von Gruppenethik. Also was weiß ich, in China, in Japan, überhaupt in Asien. Da herrscht noch sehr, sag ich mal, die Familie, der Clan, die bestimmt noch. Und es gibt überall auch so kleine, sag mal, Hotspots, wo sich dieser Individualismus langsam durchsetzt, aufgrund des Kapitalismus, wo dann die Leute sagen, nee, ich will mein eigenes Ding machen, ich baue mir selber Wohlstand auf, ich möchte meine Freiheit genießen und so weiter. Das gibt es ja auch. So. Das heißt, das, was die jetzt gerade so in diesen Schwellenländern erleben, das haben wir vor 70, 80 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkriegs gehabt. Das heißt, wir sind 70 Jahre in dieser Hinsicht weiter. Wir stehen aber jetzt, wir merken auch, totaler Individualismus, so wie wir ihn heute erleben, jeder macht, was er will, Ellbogengesellschaft, Leistung und so, ist auch nicht der Hit. Diese Erfahrung haben wir schon seit Jahrzehnten. Also merken wir jetzt, okay, wir brauchen jetzt eine neue Ebene. Und da stehen wir jetzt gerade. Und das meine ich damit, dass wir in diesem Verständnis zu einer Lokomotive für die Welt werden können, weil wir dann sozusagen eine Stufe schon weiter sind, weil wir die andere Erfahrung schon integriert haben. Und damit können auch andere an uns, an unserem Vorbild, sich auch orientieren. Und so ziehen wir quasi das Bewusstsein, es geht hier wirklich nur ums Bewusstsein, letztendlich mit nach oben. Das heißt aber auch, dass wir diese ganzen Leiterfahrungen, die aufgrund der vorherigen Ereignisse entstanden sind, erstmal bei uns selber bereinigen müssen. Das heißt, wir müssen erstmal uns selbst in Frieden finden. Da müssen wir uns selbst befrieden oder untereinander befrieden. Ja, und das ist in Deutschland natürlich nicht leicht, weil hier gerade so viel zusammenkommt, das sehen wir ja gerade. Und es braut sich ja auch viel zusammen. Ja, also ich nenne es die heilige Wut, die sich immer mehr aufstaut. Das ist auch verständlich. Ja, aber die Frage ist, lassen wir sie explodieren und dann alles nur kurz und klein schlagen? Oder kann diese heilige Wut, die jetzt in den Menschen immer mehr aufkocht, aufgrund der Ereignisse der letzten 3 Jahre, kann die in Kanäle gelenkt werden, sodass daraus ein Handlungsmut entsteht, um etwas Neues, Konstruktives aufzubauen? Ich glaube, wenn wir das schaffen, kann ich nur sagen, Hut ab, dann haben wir wirklich unsere Lektion gelernt. Ja, also nicht wieder in irgendwelche Kriege und irgendwelche Zerstörungswüten zu verfallen, sondern wirklich zu sagen, ich benutze jetzt diese Kraft, die jetzt in mir aufgestaut war, aber ich baue da was Neues mit auf. Ich lasse sie jetzt nicht einfach destruktiv raus und haue nur wild um mich, sondern wir bauen was Neues damit auf. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann sind wir wirklich auch, ich sage mal, einen wesentlichen Schritt weiter und haben auch diese Lektion, die wir jetzt, sage ich mal, seit vielleicht 13.000 Jahren, seitdem sozusagen Atlantis untergegangen ist, je nach Quelle, haben wir dann auch gemeistert. Also eine Frage noch zum Schluss, das war eine super Zusammenfassung, um da jetzt noch ein bisschen weiter darauf einzugehen. Also würdest du sagen, dass das vielleicht sogar so ist, dass wir jetzt so eine Aufgabe auch bekommen von außen durch, wir sind ja hier in der Mitte von Amerika, von Russland, ja. Wir haben diese Wirtschaftsangriffe, die Pipeline ja. Wird gesprengt, es gibt ja so viele ja. Sachen, die passieren, ja. Die uns echt enorm herausfordern hier ja. Gerade.
Meinst du, das passiert auch, damit wir erstmal, damit wir diese Wut entfachen, aber dann auch im nächsten Schritt, damit wir die lenken? Also ich glaube, es ist schon so ein auch Teil des Wir müssen größeren uns Plans. emanzipieren. Du siehst ja auch zwischen dem ehemaligen Osten, wobei das ja eher Mitteldeutschland ist, und dem Westen, da gibt es ja auch einfach große Unterschiede. Und vielen im Westteil ist überhaupt noch nicht klar, was hier läuft. Den hat man Jahrzehnte eingeredet, ihr seid in einer Demokratie, ihr seid frei und bla bla bla. Ja. Die Ossis, sage ich jetzt mal so, die haben schon relativ schnell gemerkt, als das losging vor 3 Jahren, was sich da eigentlich hinter wirklich verbirgt. Die haben das schon geahnt, weil die sind sensibilisiert, die wissen, was Diktatur bedeutet. Ja. Das heißt, in dieser Hinsicht sind die so ein bisschen, sage ich mal, schon sensibilisiert gewesen für das, was jetzt kommt. Und da können wir alle voneinander lernen jetzt, ne? Und diejenigen, die, sage ich mal, im Westen gelebt haben oder leben, ich kann das auch nicht pauschalisieren, sondern man muss ja auch sehen, es gibt solche und solche Menschen. Nur das Problem ist, Wohlstand macht bei vielen leider so ein bisschen das Bewusstsein, träge. So. Und wenn man den Menschen den Wohlstand wieder nimmt, durch was auch immer, durch die Inflation, durch die Energiekostenexplosion und was weiß ich nicht alles, dann entstehen natürlich erstmal Ängste, weil dieser aufgebaute Wohlstand nach dem Krieg ist jetzt gefährdet. Das ist klar, kann man auch verstehen. Aber man muss jetzt das höhere Ziel dahinter sehen. Dass es jetzt nicht darum geht, einfach nur an diesen Häusern und Wohlstand und Autos und was man da alles hat und den Status, den man sich erarbeitet hat, einfach nur festzuhalten, krampfhaft festzuhalten. Das macht das Ego. Sondern es geht um was viel Größeres dahinter. Ja? Und das ist natürlich nicht leicht, weil das erzeugt erstmal ganz viel Leid. Je stärker man sich an diese Dinge haftet, desto stärker leidet man oder desto stärker leidet das Ego. Weil das möchte das nicht aufgeben, klar. Weil es ja nicht versteht, warum das vielleicht sinnvoll ist, sich mal davon zu lösen, weil es vielleicht auf eine ganz andere Entwicklungsstufe jetzt geht. Aber das Ego hat Angst, das Ego hat Angst vor der Zukunft, weil es nicht das überschaut, es kennt den Plan ja also nicht. Das ist das Problem. Deswegen muss man sich, wenn man dem Ego auch ein bisschen helfen möchte, sich auch erstmal öffnen und mit vielen Themen beschäftigen, um erstmal das große Bild zu verstehen, damit man, ich sag mal, Hirn und Herz in Einklang bringt. Das Herz, das Gefühl, das sagt, mach es so. Das Ego sagt, nee, kann ich nicht machen, nee, das ist mir zu unsicher, nee, will ich nicht und so weiter. Kann ich alles nachvollziehen. Das ist auch nicht irgendwie, ich will es gar nicht werten. Das ist einfach nur ein Fakt, so ist es einfach. Aber nichtsdestotrotz wird die Entwicklung weitergehen, weil es jetzt dran ist. Verstehst du? Man kann jetzt, Es es gibt gibt zwei zwei Möglichkeiten. Möglichkeiten. Man Man kann kann sich sich gegen gegen diesen diesen Plan Plan stemmen stemmen und und sagen, sagen, ich ich halte halte an an dem dem fest, fest, dann dann wird wird es es sehr sehr ruppig ruppig und schmerzvoll. schmerzvoll. Oder Oder ich ich gehe gehe in in dieses dieses höhere höhere Vertrauen Vertrauen und und sage, sage, okay, okay, es es wird wird etwas etwas passieren, passieren, was was ich ich jetzt jetzt zwar zwar noch noch nicht nicht überblicken überblicken kann, kann, was was aber aber sehr sehr wohl wohl vielleicht vielleicht auf auf einer einer höheren höheren Ebene Ebene dann dann sehr sehr viel viel Sinn Sinn macht macht für das für das große große Ganze. Ganze. Weil das ist ja auch dieses Egoismus, der denkt nur an sich, was habe ich mir aufgebaut, alles meins. Ja, aber das wäre dieses Individualethik. Und zwar, man redet von einer egoistischen Individualismus. Jetzt geht es um einen kooperativen Individualismus. Das heißt, auch der andere, das Wohl des anderen ist auch wichtig. Aber du sollst jetzt dein eigenes Wohl dafür nicht opfern. Also, ja, du sollst schon dafür sorgen oder gucken, dass es dir gut geht. Aber wie geht es auch dem anderen? Das ist kooperativ, also auf Augenhöhe. Wir begegnen uns jetzt auf Augenhöhe. Also Individuen, die auch sich selbst verwirklicht haben, treffen sich jetzt auf Augenhöhe. Das ist eigentlich damit gemeint. So. Und ich glaube, dass das erstmal hinzukriegen in sich selbst, du musst ja auch in dir selbst, du ringst ja mit dir selbst. Das ist ja das Problem. Da musst du erstmal für dich so eine gewisse Abgeklärtheit hinbekommen, gewisse Harmonie. Und erst dann kannst du natürlich auch im Außen dem anderen gegenüber auftreten und auch vielleicht ihm verzeihen, vergeben und das alles ein bisschen lockerer vielleicht nehmen. Ja, das hört sich alles immer so lapidar an, wenn ich das so sage. Aber der Grund ist, dass die Reihenfolge fängst bei dir selbst an, in deinem Inneren. Und dann schaust du in dein unmittelbaren Umfeld. Und wenn das viele Menschen tun, dann ändert sich natürlich auch was, ganz klar. Ja. Und alles, was jetzt passiert, dient ja nur dazu, die alte Ordnung abzureißen. Ganz klar. Die ganze alte Ordnung wird jetzt abgerissen. Vor unseren Augen. Die Abrissbirne ist am Wirken. Das Problem wird aber sein, wenn ich mich jetzt nur auf den Abriss konzentriere und mir keine Gedanken darüber mache, was ist dann? Dann haben wir folgendes Problem. Es entsteht jetzt ein Machtvakuum. Und die Frage ist, wer füllt dieses wieder auf? Ich würde sagen, das sollten wir tun. Wir, jeder Mensch, ja. Das heißt, jeder ist gefordert, jeder ist gefragt. Es soll nicht wieder so sein, dass wieder sich irgendwelche Kreise da rein begeben und wieder bestimmen, was zu machen ist, sondern wir müssen es selbst tun. Dafür müssen wir aber aus unserer Komfortzone raus. Und die wird uns gerade genommen, damit wir
wie soll ich sagen, gezwungenermaßen, aber freiwillig es tun. Ja, so ein bisschen Druck wird halt ausgeübt. Das ist der Punkt. Das ist aus meiner Sicht diese Entwicklung, die jetzt als nächstes ansteht. Und wenn man das im großen Kontext mal betrachtet, ist es eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, weil das ist tatsächlich eine Weiterentwicklung. Und wenn wir überlegen, wie wir bisher gelebt haben und dieses jetzige System, hatte ich ja eingangs gesagt, hat auf im Grunde den Rest der Welt parasitiert. So, andere Länder ausgebeutet, damit wir ein bestimmtes Wohlstandsniveau hier halten konnten. Und wenn man das noch 100 Jahre weitermacht, dann sind die Ressourcen aufgebraucht. Das ist auch nicht der richtige Weg. Also geht es jetzt darum, ein anderes Bewusstsein zu entwickeln, sich vom Parasiten, vom Egoist zu einem Altruist zu entwickeln, der aber auch sein Individuum bewahrt. Und auch schaut, wie es den anderen Menschen geht. Ja. Und das ist aus meiner Sicht die Entwicklung, wie es jetzt geht. Und da kann das große die großen Zusammenhänge können helfen, dass wirklich die eigene Situation in einem größeren Kontext zu relativieren, zu sagen, okay, ich stehe jetzt hier mit meiner ganzen Lebenssituation in einem viel größeren Kontext, aber ich sehe auch, dass andere Menschen in einer ähnlichen Situation sind und dass wir eigentlich alle zusammen jetzt halten dürfen und zusammenhalten können und müssen, um diesen nächsten Sprung zu machen. Natürlich gibt es da Pioniere, die sind vielleicht schon ein bisschen weiter, aber es ist hier kein Wettlauf. Ja, das muss man ganz klar sagen. Es geht hier immer um eine Gemeinschaftsleistung. Ja, und das ist der Punkt. Das wird auch in Zukunft immer wichtiger werden, das Gemeinschaftliche. Ja. Aber auf Basis eines gesunden Individualismus. Nicht dieses Egoismus, dieses Extremen, sondern wirklich ein gesunder Individualismus. Das ist der Punkt. Und das ist nicht einfach, da dieses dynamische Gleichgewicht zwischen eben dem Ich und dem Wir zu finden. Aber deswegen sind wir ja hier. Und wir haben hier aufgrund der vielfältigen Einflüsse von allen Seiten tolle Rahmenbedingungen, um das zu lernen. Ist es leicht? Nö. Ist es anstrengend? Ja. Ist es lohnenswert? Ich denke schon. Macht es Sinn? Für mich schon. Ja. Sehr cool. Ja, Raik, vielen Dank. Das war wunderbar, ein toller Einblick. Ich finde deine Arbeit super. Schön, wie du das alles so auch strukturiert wiedergeben kannst. Also für alle, die sich dann noch mehr für interessieren oder auch das ganze Bild nochmal wirklich sehen wollen, um diesen jetzigen Standort noch besser zu bestimmen, um zu schauen, wo geht's hin, kann ich nur noch mal kurz deinen kostenlosen Online-Seminar erwähnen. Die verborgene Weltgeschichte, der Link ist hier in der Beschreibung, mach gerne mit. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Und ihr habt die Worte gehört, lasst uns das alle so gut es geht versuchen. Jeden Tag wieder, immer wieder aufs Neue. Ja. Und hoffentlich werden wir dann hier in Deutschland, genau wie du sagst, dieser Leuchtturm, der dann ja dieses Bewusstsein wieder weltweit beeinflussen kann, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Vorstellung und die Vorstellungskraft ist ja groß, deswegen ist es super, sich diese Sachen immer mal wieder vors Auge zu führen. Danke. Sehr gerne. Also, tschüss alle, ciao Raik, bis zum nächsten Mal.